Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wo Sie unter Windows und unter Ubuntu die entsprechenden Einstellungen für einen eigenen DNS-Server einstellen können, beziehungsweise einen anderen als den von Ihrem eigenen Provider. In einem anderen Video auf sempervideo.de haben wir gezeigt, wie das DNS-System grundsätzlich funktioniert, wie Sperren durchgeführt werden können, wie sie sich auswirken und wie Sie diese grundsätzlich umgehen können. Um auf einen anderen DNS-Server zugreifen zu können, brauchen Sie erstmal grundsätzlich dessen IP. Der erste Vorschlag kommt hier von uns und von dort aus arbeiten wir uns dann im Internet weiter durch. Wir starten unseren Standardbrowser und befragen unsere Standardsuchmaschine nach OpenDNS. Klicken wir auf Suche, finden wir opendns.com, da klicken wir drauf. Können wir uns hier, sage ich jetzt mal, grundsätzlich durcharbeiten oder wir klicken direkt nach unten rechts, nachdem wir JavaScript zugelassen haben. Und schon finden wir hier die entsprechende IP. Schauen wir uns erstmal grundsätzlich an, wo wir dann diese entsprechende IP überhaupt bei Windows eintragen müssen. Dazu klicken wir auf Start, Systemsteuerung, suchen uns unsere Netzwerkverbindungen heraus, dann die entsprechende Verbindung, mit der wir ins Internet gehen. Hier können unter anderem mehrere Möglichkeiten angegeben sein. Hier benutze ich zum Beispiel gerade eine Kabelverbindung, also über Netzwerk. Es gibt aber auch noch kabellose Verbindungen über Wi-Fi und dann würden Sie hier zwei Einträge haben. Wenn Sie bei beiden Einträgen, wenn Sie ab und zu mal eben, ich sag jetzt mal, drahtlos angebunden sind und einmal über Kabel, dann müssten Sie die Änderungen eventuell in beiden durchführen. So, wir klicken über dem entsprechenden Eintrag auf die rechte Maustaste und bekommen dann im Kontextmenü den Punkt Eigenschaften. Da klicken wir drauf. Dann suchen wir uns hier in dem Menü unter den Verbindungen das TCP/IP-Protokoll raus. Das steht meistens ganz unten. Das wählen wir an, bis es markiert ist. Und dann klicken wir auf Eigenschaften. Hier finden Sie dann auch Ihre Angaben zum DNS-Server. Falls bei Ihnen nichts steht, ist wahrscheinlich hier oben die erste Checkbox angewählt. Dann sieht das ungefähr so aus. Und das bedeutet, dass Sie Ihre Daten vom DNS-Server, vom Provider mitgeteilt bekommen. Genauso wie Sie wahrscheinlich auch Ihre IP-Adresse vom Provider zugewiesen bekommen, schiebt er Ihnen dann automatisch auch die entsprechenden Daten zu. Das ist oftmals der Fall. Gut, ich hatte hier bis vor kurzem andere Daten. Das heißt, wenn ich jetzt eben quasi diese Daten hier einfach nur entferne und mal auf OK klicke, schließen, nur um zu zeigen, dass jetzt, wo bei mir keine gültigen Daten mehr drinstehen, ich auch eigentlich keine Verbindung mehr zum Internet aufbauen kann. Starten wir ein neues Tab. Schauen wir mal, ob Google sich noch meldet. Nachschlagen von google.de steht jetzt hier bei mir. Und er bekommt keine IP mehr. Das heißt, ich kann auf Google nicht mehr zugreifen, weil die entsprechende Einstellung im DNS-Server fehlt. So, wieder ins TCP/IP-Protokoll. Angeben, dass ich den selber festlegen möchte. Jetzt brauche ich natürlich die IP hier. Schauen wir mal, ob wir die da so komplett einpasten können. Kopieren. Einfügen. Klappt natürlich nicht. Egal. 67222222 und darunter 208.67.220. Das habe ich mich noch verschrieben. 67.220.220. Klicken wir auf OK. Schließen. Und jetzt versuchen wir nochmal Google zu erreichen. Und schon sind wir wieder auf Google. Das gleiche natürlich auch unter Ubuntu. Für diejenigen, die das Netzwerklogo direkt hier oben im Systemtray haben, die können über die rechte Maustaste direkt auf Verbindungen bearbeiten klicken oder eben für den Fall der Fälle, dass Sie dieses
Symbol ausgeblendet haben, über System, Einstellungen und dann Netzwerkkonfiguration oder Network Configuration heißt es hier bei mir, klicken wir einfach drauf. Wir suchen uns wieder unsere zuständige Netzwerkverbindung heraus. In meinem Fall ist das hier ganz normal kabelgebunden. Klicke ich auf Bearbeiten. Hier habe ich dann den Karteireiter IPv4 Einstellungen. Hier habe ich ebenfalls eingestellt, dass die IP automatisch zugewiesen wird. Wenn Sie hier unten diese Einstellungen nicht vornehmen können, weil die zum Beispiel bei Ihnen auch ausgegraut sind, dann müssen Sie diese Methode hier von automatisch DHCP, jetzt kann ich hier nämlich nichts mehr eingeben, auf automatisch DHCP nur Adressen ändern. So, und jetzt brauchen wir auch hier nur noch die entsprechende IP einzutragen, also 208.67.222.222,208.67.220.220. Klicken wir auf OK, schließen. Und schon kommen wir auch hier wieder ganz normal auf Google. Weitere öffentliche DNS-Server finden wir natürlich über Google bzw. die anderen Standard-Suchmaschinen, indem wir einfach nach OpenDNS suchen oder vielleicht noch besser PublicDNS für öffentliche DNS-Server. Bekommen wir dann hier schon die entsprechenden Listen angezeigt. Wobei wir bei der Suche nach einem DNS-Server immer auch die theoretischen Möglichkeiten aus dem zu Beginn genannten Video im Hinterkopf behalten müssen. Wenn unsere Provider filtern, ist es nicht ausgeschlossen, dass andere Anbieter von öffentlichen DNS-Server nicht auch filtern. OpenDNS, hier vorgestellt, filtert ebenfalls die Ergebnisse und gibt das auch offen zu. Zusätzlich steht OpenDNS noch in der Kritik, weil ungültige Anfragen, also die Anfragen, bei denen normalerweise eine Fehlermeldung im Firefox oder in Ihrem Browser erscheinen müsste, eine eigene Seite mit Werbung, sage ich jetzt mal, angesteuert wird. Letzteres halte ich persönlich nicht für wirklich verwerflich, wenn es denn dabei bleibt. Das heißt, wenn es klar ersichtlich ist, dass die Anfrage von mir nicht aufgelöst werden konnte und dass ich deswegen quasi nur auf einer modifizierten Fehlermeldung lande. Hier wird ein kostenloser Service angeboten und niemand hat grundsätzlich etwas zu verschenken. Das heißt, wenn die mich auf Werbung weiterleiten und selbst dann daran etwas verdienen, warum nicht? Und solange OpenDNS andere Ergebnisse filtert als mein Provider, komme ich immer noch grundsätzlich an die gewünschten Daten heran. Der Worst Case in Bezug auf DNS-Server ist, dass ich auf einen Public-DNS-Server zugreife, der mir absichtlich falsche Daten liefert. Zum Beispiel, ich benutze einen DNS-Server in Tonga. Die Betreiber finden es allerdings wesentlich ertragreicher, die Nutzer abzufischen und senden mir falsche Daten. Das heißt, ich gebe in meinem Browser einfach www.ebay.de ein. Ich bekomme auch eine Seite, die aussieht wie eBay. Es ist allerdings nicht die Original-eBay-Seite. Die Seite, die mir angezeigt wird, liegt irgendwo auf einer Festplatte. Und bevor ich bemerke, dass ich quasi abgefischt wurde, ist das Passwort und das Login schon, ich sage jetzt mal, abgefischt. Also man könnte sich mit dem falschen DNS-Server auch wirklich selbst großen Schaden zufügen. Insoweit sollte die Empfehlung wohl lauten, dass Sie nicht vorschnell irgendeinen Wald- und Wiesen-DNS-Server nutzen sollten und die anderen DNS-Server-Anbieter filtern wahrscheinlich auch selbst. Der falsche DNS-Server kann mehr Schaden anrichten als ein gefilterter DNS-Server. Mit dem im Hinterkopf sind wir dann sicherlich besser in der Lage, den richtigen von Google, sage ich jetzt mal, uns ausgeben zu lassen. Okay.